Schönen guten Tag, seid mir herzlich begrüßt und willkommen hier im neuen Jahr. Das wird wahrscheinlich das erste Video, was jetzt kommt im Jahr 2023. Klingt nach wie vor nach Science Fiction. Macht ja aber nichts. Es muss ja weitergehen. Deswegen hier an dieser Stelle, der Ära ist wieder da. Wir spielen World of Tanks. Ja, und heute gibt es tatsächlich. Ja, ich muss einen kleinen Disclaimer von anbringen. Es wird brutal. Machen wir es kurz. Es ist ein 7er-Gefecht. Da gibt es jede Menge 7er. Wir haben ein paar 8er. Wir haben 4 9er und wir sind auf L-Hau drauf und ich fahre die Tortoise. Ich liebe ja meine Tortoise. Tortoise ist ja wohl mit Abstand das großartigste Fahrzeug im Spiel. Und ja, was macht man mit der Tortoise in L-Hau drauf? Man fährt dahin, wo es eine drauf gibt. Deswegen, ich fahre mit in die Heavy-Gasse und dann werden wir mal schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Ihr seht, ich bin allein unterwegs, das passiert ja relativ selten, aber der Genosse Jansky hatte mich im Stich gelassen und wenn der Genosse Alter Jansky nicht da ist, muss ich auch mal alleine fahren. Das macht ja nichts. Hatte eh jetzt tatsächlich jede Menge wirklich, wirklich gute Sessions. Also, weiß gar nicht, was los ist hier. Vom Feiertagsgejodel war tatsächlich relativ wenig zu sehen, außer auf der Gegnerseite meistens. Ja, also, sie haben 7er Panzer, gefährlich könnte werden. Objekt 283, Conqueror, die werden hier auftauchen, denke ich. Und naja, Foch und T30, ja, die Kanonen, okay, davor habe ich ein bisschen Respekt, aber das war es dann auch schon. So, Plan ist jetzt ranfahren. Ziel ist es, so schnell wie möglich hinzukommen. Problem ist, wie immer, ich bin jetzt nicht die schnellste Lampe. Und ich habe jetzt auch tatsächlich auf die 2 gedrückt. Weil das ist hier durchaus diese ganze Abteilung Haldauen und dann muss man einfach auch den Durchschlag bringen, den es braucht. Auch wenn es manchmal ein bisschen traurig ist. So, wir sind schon fast da. Aber die Gegend, unsere kassieren schon fleißig. Aber wir sind fast da. Guck mal, das ist ein Udis. Jetzt gucken wir als allererstes mal. Für den Udis bräuchte ich jetzt natürlich kein Gold. Aber wenn der schon da so rumsteht, nehme ich den mit. Erster Schuss, erster Treffer, erster Kill. Das läuft. Ein Kill auf der Uhr. Leider eine Goldround verschwendet. Aber ja gut, so ist die Welt. Besser man hat, als man hätte. Müssen wir mal gucken. Intuition ist tatsächlich auf dem Panzer auch noch nicht ganz fertig, was die Crew angeht, sodass ich einfach auch noch nicht so schnell im Umladen bin. Ich arbeite dran. Also das ist gerade der Skill, der auf beiden Ladeschützen hochgezogen wird. Mal gucken. So, jetzt haben wir hier den AMBT. Da ist dieses Objekt 283. Bisschen Fleck. Oh, da ist der Conqueror. Siehst du genau das, was ich erwartet habe? Na, super. Das geht gut los. Ich baue es mir direkt ein auf die Kanonenblende. Und er schießt mir einfach mal von durch. Ja, das ist das Problem. Aber dafür haben wir auf die 2 gedrückt. Genau deswegen. Ist schön, dass man das gleich mal sieht, was Sinn und Zweck der Crew ist. Und jetzt brauchen wir hier nicht lange rumeimern. Warum mag ich meine Tortoise? Weil die Tortoise keine Gefangenen macht und einfach auch reinknallt, wenn es sein muss. So, jetzt fahren wir hier runter. Ja, das Objekt ist gerade so nicht rechtzeitig hoch. Da ist ein VK und schießt mir in die Seite. Okay. Da ist der T30. Okay, Meister T30. Nee. Oh, schlechter Schuss. Ja, ihr seht, das ist mit dem Auto eben, das taugt tatsächlich nicht so besonders viel. Aber was willst du machen? So, ich will halt in solchen Situationen spiele ich tatsächlich viel mit Auto eben, weil ich einfach ein Dulli bin. Nee, das hat was damit zu tun, dass ich den Überblick behalten kann. Jetzt müssen wir den T30 testen. Die Kanone habe ich Angst. T30 ist raus, 2 Kills. Insofern, jetzt geht's, jetzt läuft's, jetzt sind wir da. Und jetzt sind die unten und wir sind oben. Und das impliziert im Umkehr. Das war ein mieser Schuss. Jetzt hätte man auch schon langsam wieder genau nehmen müssen. Okay, jetzt habe ich den Conqueror weggeschossen. Das war tatsächlich Zufall, weil der E75 ihm Schaden gegeben hat. Jetzt nehme ich den Panda auch noch raus. Dann nützt er nichts. Oje! Und die Arti soll jetzt mal mich gepflegt an meinem Hinterteil schnuppern oder so. Ja, okay, das passiert. Jetzt haben wir ganz schön von der Arti gefressen. 300, vorher gab es nochmal eine Schelle. Aber macht nichts. Wir haben 4 Kills auf der Uhr. Wir haben hier die komplette Wir-hauen-mal-drauf-Seite gewonnen. Und wir haben vor allem fast alle 9er des Gegners raus. Also grundsätzlich ist die Nummer jetzt tatsächlich schon fast rum. Das hat sich fast erledigt. Oh, der E75 haut sich in die Foch. Oh, da ist eine Arti. Eine Arti ist cool. Da können wir Rache nehmen. So, Rache genommen. Nehmen wir eine S51 raus. Nehme ich gerne. Kein Problem. Jetzt können wir. Oh, da ist ein Progetto. Hallo, Progetto. Du solltest nicht quer vor einer Torte stehen bleiben, Progetto. So als Tipp. Der hat auch DPM und der haut ja auch durch deinen Dulden durch. Naja, also den Progetto haben wir jetzt fast komplett alleine genommen. Oh, na kriegt die Foch noch eine, wenn sie mir den Hintern hinhält. Dann nehme ich das. So, ja, ich schieße schon wieder unheimlich viel Gold. Das ist nicht gut. Aber Foch Vorderseite ist tatsächlich für mich immer ein bisschen trollig. Da will ich dann schon so ein bisschen. Oh.
Ah, die Mumble war leider nicht schnell genug drin. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, Black Prince. Oh, da kommt wieder die Adi. Die Stunnerei, die Stunnerei. Wann ist es denn damit vorbei mit der Elend-Stunnerei? Ich sehe ihn nicht, weil ich gestunt bin. Siehst du? Da kann der Progetto dort hinten crossen. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, Black Prince ist raus. Den wollte ich eigentlich noch anfahren. Aber, tja, weiß nicht, es ist nicht. Also insofern fahren wir weiter. Aber ich habe schon 6 Kills auf der Uhr und bin eigentlich sehr zufrieden mit der Welt. Weil es ist ja tatsächlich jetzt auch erst 5 Minuten gespielt und wir sind einfach nur drüber gebügelt. Es ist halt aber einfach, das ist halt das Problem Wargaming. Also bei aller Liebe, 7er Panzer gegen eine Tortoise. Das ist einfach absolut unfair. Wenn ich in einem 7er sitzen würde, mich würde das ankotzen wie die Sau. Na, Bruschetto, der 100-mal Peak wird weggeschossen. Der 3-mal Glotz wird umgemacht. So, zuerst 53, 53, ja. Oh. Daneben. Ein bisschen mehr zielen wäre besser gewesen, aber bleib stehen. Nehme ich. Dann waren es schon 8. Da ist die Arti. Kriege ich meine Rache? Kriege ich meine Rache? Nein, kriege ich nicht. Die nimmt sich der scharfen Tour. Tja, Freunde. Und das war einfach ein unglaublich unterhaltsames Gejodel. Ja, aber das ist einfach Tortoise. Genau das. Nicht mehr, nicht weniger. Guck mal, das ist das Loch vom VK übrigens. Ah, die Häuser blockieren das. Da sieht man es. Hat er schön gerade das Loch eingeschossen. Ja, Tortoise. Don't give a fuck. Und dann einfach gib ihm. Dann fährt man da einfach ein Stück rein. Und dann lässt man die Kanone singen. Ich zeige euch spontan mal die Auswertung. Tja, und wir bemerken als allererstes was Trauriges. Das ist nur eine 1, ist kein Panzerass. Ich hätte ja gern meinen Panzerass in der Tortoise. Dafür muss ich echt noch mehr bringen als das hier. Wobei, sind wir mal ehrlich, ich habe ja auch wirklich fast nur auf niederstufige Fahrzeuge geschossen. Das ist D8, 8. Das ist ein 9er, den habe ich aber nur geschossen. Dann habe ich einen 9er gekillt. Der 53er, ja. Panther ist ein 7er, Conqueror ist ein 9er. Na, wobei, wir haben durchaus den AMX-50, ist auch ein 9er. Wir haben durchaus doch ein paar 9er rausgeschossen. Kann man uns gar nichts vorwerfen. Auf jeden Fall, das ist eine 1. Das ist eine Bradley Walters, das ist schön, da freue ich mich. Großkaliber, Top Gun und 4.500 Schaden, 8 Kills, 1289 BSEP. Das wäre bei vielen anderen schon ein Panzerass, aber hier halt nicht. Macht ja aber nichts. Insofern ist es alles gut. Wir sind zumindest ins Ziel gekommen. Ich habe trotz exzessiven Goldeinsatzes, das mache ich normalerweise wenig und selten, gerade bei einer Tortoise braucht man es nicht unbedingt, das war wirklich so, weil es dann einmal lief, das gebe ich ehrlich zu, wir haben 3000 Credits Gewinn gemacht. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen, weil ja hier noch die Feiertags-Ops an waren und da gibt es ja natürlich nochmal ganz schön Bonus mit 50% mehr Credits. Ansonsten, das wäre ein Minus gewesen. Definitiv. Nichtsdestotrotz, ja, ich finde, wenn das neue Jahr jetzt so läuft, wie dieses Gefecht gesehen, das habe ich gespielt, Weihnachten, 27.12. Ja, also wenn das neue Jahr so läuft wie das hier, dann kann es ja nur besser werden. Viel schlechter als das letzte kann es, glaube ich, auch gefühlt nicht mehr werden. Das letzte Jahr war tatsächlich, ja, nicht so richtig der Oberknaller. Ansonsten möchte ich mich bedanken. Irgendwas ist ganz schief gegangen. Ich muss mich, weiß nicht, bei wem ich mich bedanken muss, beim YouTube-Algorithmus oder bei euch oder bei wem auch immer. Auf jeden Fall, mein Kanal läuft. Und zwar besser als die letzten 38 Jahre, die es den gibt. Also ich habe tatsächlich Zuschauer. Mein Arti-Video hatte über 400 Views zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe neue Abonnenten gewonnen. Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch gefällt das hier ein bisschen. Also ich freue mich sehr. Woran es liegt, ich weiß es nicht. Möge es so bleiben, weil ich ja durchaus so ein bisschen Arbeit hier reinstecke und der Payout durchaus gering war. Was aber nichts daran ändert. Wir machen das ja hier alles nur zum Spaß und am Ende des Tages ist es auch egal. Und wenn hier nur 4 gucken, dann nur 4. Und wenn du jetzt hier guckst und du hast noch kein Abo, lass ein Abo da. Hier gibt es durchaus auch richtig schlechtes Gameplay. In diesem Sinne, ihr lieben Leute, ich wünsche euch was. Ein gesundes neues Jahr. Ich mache das jetzt einfach. Ich muss mich jetzt nur daran erinnern, dass das hier mein Video fürs neue Jahr ist, weil ich will dem alten auch noch eins machen. Ich wünsche euch was und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Ära.